Deinen Namen verraten? Achso, ja, Shelly Phillips bin ich. Wo kommst du denn her? Ich komme aus Bayern. Dann hattest du auch ein bisschen Anreise, ne? Das ist richtig, ja. Und ich habe auch noch verschlafen. Oh nein! Das war ein totaler Stress, jetzt hierher zu kommen. Und singst du sonst auch in einer Band? Also ich spiele Gitarre, aber nur die Grundakkorde. Eigentlich ist mein Erik der Macher in der Band, der mich da unterstützt. Du hast einen Erik? Ja, ich habe einen Erik und einen Daniel und einen Benedikt und das ist meine Band. Ah. Sehr schön. So ein Erik... Mit denen kann man dann Musik machen. Aber ich glaube, auch alleine machst du das ganz gut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß da drin gleich. Die nächsten fünf. Die 41,88. Die 41,52. Das ist ganz schön hart, weil jetzt muss man da rein und die Energie muss ganz hoch sein, damit man auch überzeugt. Und man hat aber jetzt hier eigentlich sich so ein bisschen die Beine in den Bauch gestanden, wenn man gestanden hätte. Aber wie kriegst du jetzt das Level wieder hoch? Ich bin immer auf dem gleichen Level. Ich habe immer die gleiche Energie. Ist egal, welche Uhrzeit. Echt? Ich bin immer am Start, klar. Wie wichtig ist für dich die richtige Klamotte bei so einem Auftritt? Heute? Meinst du, wenn ich den Zug nicht verpasst hätte, hätte ich mich vielleicht noch ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen mehr rausgeputzt. Aber mein Erik? Der hat gesagt, ich soll einfach so gehen, wie ich mich wohlfühle und so fühle ich mich wohl. Ich glaube, die legen schon Wert auf Persönlichkeit, oder? Nicht so auf Aussehen. Na, siehste. Was ist der Grund eigentlich heute Morgen mit dem Zug? Du hast verschlafen, oder? Ich habe verschlafen, ja. Ich habe extra noch Wecker gestellt, alles Mögliche, 10-mal überprüft, ob der auch an ist. Und dann war der Ton aus. Also der Wecker war an, aber es war nur Vibration, ja, also habe ich verschlafen, ich habe es nicht gehört. Und dann bin ich zum Glück einfach aufgewacht, der erste Zug war weg, aber dann habe ich noch einen zweiten rausgesucht und dann hat es noch geklappt. Ich habe ja erst überlegt, ob das vielleicht ein Zeichen ist und ich nicht fahren soll, aber das habe ich mir dann anders überlegt. Willst du schenken? Ja. Okay. Hast du gerockt? Ja, schon ein bisschen vielleicht. Was haben sie gesagt? Die sind so emotionslos gewesen. Aber ist schwierig, ne? Weil sonst ist man ja als Künstler immer so, man will ja dann auch eine Reaktion vom Publikum. Ja, ein bisschen Resonanz wäre schon ganz gut gewesen. Aber warten wir mal jetzt die 3 Monate ab, die die Hölle werden. 3 Monate, verdammt. Das ist echt lange. Und dann kriegt man einen Brief oder was kriegt man dann, wenn man weiter ist? Ja, ich glaube schon, so haben die das irgendwie. Oder einen Anruf, ich weiß es nicht ganz genau. Naja, ich werde es schon merken. Hoffentlich rufen sie nicht während dem Unterricht an. Ich habe nämlich Schule, Leute. Also nicht anrufen, wenn ich in der Schule bin. Bitte. Alle Jute. Und hoffentlich bald in diesem Theater. Ja, bitte. Sehen wir uns da wirklich noch mal? Ja. Echt? Cool. Ja. Tschüss. Ciao. Wir sind eins. ARD.